Hallo Leute, einen sommerlichen Gruß aus der Rockhard-Redaktion. Viele sind ausgeflogen, viele aber nicht alle, zumindest ich und der Mann hinter der Kamera. Hacki, wir sind heute hier und halten die Stellung. Wir senden diesmal aus dem Büro von Boris, der ist nämlich auch an seinem wohlverdienten Urlaub. Hacki, eins müssen wir zur Aufklärung noch sagen. Ich habe immer gesagt, wenn du filmst, bin ich auf der anderen Seite des Schreibtisches. Da hat dann ein Leser geschrieben, ja, was das überhaupt zu sagen hätte. Ganz leichte Nummer, Hacki hat nicht so einen großen wie Ronny. Das heißt, so eine große Kamera wie Ronny. Und deswegen muss ich immer näher an Hacki ranrücken, wenn er filmt. Aber egal, das nur am Rande für den Leser, der genau wissen wollte, warum ich dann auf der anderen Seite des Schreibtisches sitze. Hier kommt die Ausgabe 375, die August-Ausgabe des Rockhard. Unschwer zu erkennen mit Doro Pesch auf dem Cover. Und dazu gibt es eine Special Doro Pesch CD, nämlich mit zwei neuen Studiosongs ihres Albums und sechs Songs des Rockhard Festivals. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir beginnen mit Studioreporten. Wir waren bei Manta und wir waren auch bei Grave Digger. Dann gibt es eine sehr schöne Talkshow, ein Schwatzkasten mit Ryan von Doll. Doll sagt man das, glaube ich, ne? Wir Hobby-Niederländer, die wir hier sind, Hacki. Dann kommt es natürlich zu unserer großen Doro-Story, die hat Alex gemacht. Feines Dingen geworden. Es ist hier nämlich tatsächlich geglückt, Doro noch das eine oder andere Geheimnis zu entlocken. Besonders charmant finde ich, dass Doro zum ersten Mal, als sie bei Lemmy übernachtet hat, immer ihre Jeans und die Biker-Boots angelassen hat. Also gut. Des Weiteren kommentiert Doro die Bonustracks ihres Doppelalbums, was sie ja nun veröffentlicht hat. Es gibt auch noch on top ein Interview mit Andreas Brun, das ist der Produzent von Doro und auch gleichzeitig früheres Mitglied der Sisters of Mercy, soweit ich mich erinnere. Ich bin ja alt genug. Dann gibt es was von Powerwolf. Oh nein, ich will die CD nicht unterschlagen, weil diese CD hat nämlich, ist ein sogenanntes Digifile mit Clubcover. Hier steckt dann die CD drin. So sieht das Ding aus. Ich habe es vorne noch auf dem Cover gelassen. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Hefte hat. So, Powerwolf Story, die hat Herr Peters gemacht. Wusstest du in dem Zusammenhang eigentlich, weil wir uns ja gerade in den Sommerferien befinden, dass der Typ jahrelang Rettungsschwimmer war? Der hat seine ganzen Sommerurlaube an der Nordsee verbracht und irgendwelche Knechte aus dem Wasser gefischt. Obwohl die Knechte da wahrscheinlich treiben lassen und hat sich an die Mädchen gewandt. Aber egal. Powerwolf und Peters sind so, Story ist gut. Auf vier Seiten alles Neues zu Powerwolf und ihrer jetzt erscheinenden Platte. Dann eine neue Rubrik, ein Fan trifft sein Idol. Und zwar haben sich getroffen Brian Tetler von Diamond Head mit Jarvis Leatherby, dem Sänger von Night Demon. Alles am Rahmen des Rockhard Festivals, moderiert natürlich von unserem New Wave of British Heavy Metal Insider. Ich glaube, er hat die Bewegung sogar gegründet. Matthias Mader, Ehre wem Ehre gebührend. So, wir waren bei den Onkels in Leipzig. Ein Review vom Matapalos Festival und ein Interview mit Stefan Weidner und Matthias Gonzo-Röhr. Es gibt nichts Neues. Warhorse. Eine Wurzelbehandlung mit Warhorse. Auch eine Band, die Herr Mader verarztet hat, standesgemäß. Dann gibt es Neuigkeiten von Dee Snider, der ein Soloalbum aufgenommen hat. Beziehungsweise er hat es eingesungen. Die Songs hat ihm Jamie Juster von Hatebreed mehr oder minder passend auf den Leib geschmiedet. Und dann die Meisterarbeit von Herrn Mader. 12 Seiten über die französische Heavy-Metal-Szene, tonnenweise uralte Fotos, Gespräche mit Bands und Protagonisten und all das, was so zwischen Trust und heute Gojira passiert ist, hat er auf diesen 12 Seiten zusammengefasst. Extrem gut geworden, die Geschichte. Dann gibt es die Story hinter dem Meilenstein, Tokyo Tapes von den Scorpions, ein Interview mit dem unvergleichlichen Uli John Roth, der bei uns auf dem Festival
brilliert hat. Es gibt Stories mit Ted Morose, was war das andere jetzt noch? Redemption. Und dann eine Zeitreise mit Riot, die einige ihrer Platten wieder veröffentlichen. Ein Interview, ein Produzenten-Special mit Dennis Ward. Die Kolumnen From the Underground, Captain Hook, verdammt lang her. Oh, Dark Throne. Wer hat das denn wohl geschrieben, verdammt lang her? Oh, Herr Hackländer. Und sein letzter Satz. With my art, I am the fist in the face of God. Du machst mir Angst. Du machst mir wirklich manchmal Angst. Da musst du nicht Danke sagen. So, Krach von der Basis, kompetent zusammengestellt von Herrn Schilling. Mit ein wenig Hilfe von seinen Helferlein Mandy Malone und Andrea Schiffmann und Greta Breuer natürlich. Auch ihr sollt hier erwähnt werden. Wir kommen zum Soundcheck des Monats. Den haben diesmal gewonnen Obscura punktgleich mit Ted Morose. Auf den Plätzen Motor Oil, Between the Buried and Me und Powerwolf und Skeleton Witch. Und wir kommen zu den Live-Reviews. Der Rettungsschwimmer Peters war bei Guns N' Roses. Herr Mader natürlich bei Iron Maiden. Ich glaube, der ist so ein halber Eddie mittlerweile, oder? Der tanzt im Kostüm irgendwo hinter der Backline rum. Wir waren bei Coven, bei Vixen, die in Bochum in der Zeche gespielt haben. Bei Ozzy Osbourne und bei Dead Cross. Und dann haben wir hier natürlich noch die ganzen Tourdaten. Eine Tonzone, ein Tone Talk, diesmal mit Thomas Tomper Lindberg von At the Gates. Und das war es auch schon. Also, wie gesagt, Ausgabe 375 sieht so aus. Doro verdient auf dem Cover mit einer ausführlichen Story von Alexandra Michels und der Special CD als Beilage. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Wir gehen jetzt ins Schwimmbad und gucken, ob Peters uns auch rettet, oder? Okay, macht's gut. Ciao.